Servus Freunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute mal meinen schönen Golf mitgebracht. Ja, ich dachte mir, da jetzt fast die 200.000 Kilometer runter sind, mache ich einfach mal so eine Art Review zu dem Auto. Und zwar ist das Auto jetzt ungefähr 20 Jahre alt. Ich werde jetzt einfach verschiedene Autos aus meiner Freundesgruppe und von Leuten, die ich kenne, mal so ein bisschen genauer testen. Keine Ahnung, wir testen zum Beispiel den Topspeed und einfach mal, was das Auto so kann, was es für Features hat. Und vor allem als wichtigste Frage, ob es ein gutes Anfängerauto wäre. Das erste Feature, was ich euch vorstellen möchte, ist, in den Scheinwerfern haben wir einen kleinen Mitfahrer. Der ist auf jeden Fall immer wichtig, der ist immer an meiner Seite. Ich weiß auch nicht, wie der Bruder da reingekommen ist. Okay, aber ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes mal das Äußere des Autos an. Okay, ich mache mal einen Motorhaube auf. Genau, dafür gibt es hier an der Seite einen Schalter. Ups, das war der falsche. Da haben wir ihn schon. Und was auch wichtig ist zu wissen, also soweit ich weiß, der hier hat eine hydraulische Motorhaube und beim Golf 6er haben die das dann wieder geändert. Da musst du hier dann wieder diesen Stab reinstecken. Also das gibt's eigentlich. Beim Golf 4 gab es das nicht und beim Golf 6 gab es das auch nicht. Also nur beim Golf 5. Ich finde das aber eigentlich viel geiler. Ja, und wir haben auf jeden Fall hier einen 1.6er TSI Motor. Also es ist ein Benziner, kein Diesel. Den gibt es aber auch als Diesel. Also TDI dann halt. Hier haben wir die wunderschöne Batterie. Guck mal, hier passt eigentlich noch fast ein Mensch rein. Kann man eigentlich noch fast jemanden mitnehmen. Ja, aber ich finde, sieht doch wunderschön aus. Der ganze Hobel hat 102 PS. Also ich finde wirklich 102 PS sind als Fahranfänger eigentlich nahezu perfekt. Weil es ist nicht komplett zu langsam, das ist komplett ist, aber es ist auch jetzt nicht super schnell, dass man irgendwie viel zu viel Leistung hat für einen frisch 18-Jährigen. Deswegen eigentlich voll in Ordnung. Ja, also erstmal hier die komplette Frontstoßstange ist schon eine andere. Das Auto hatte schon einen Unfallschaden, also es war nur ein leichter Dätscher. Das weiß ich auch, weil ich die Person, der das Auto gehört hat, kenne. Und da wurde die komplette Frontstoßstange hier ausgetauscht. Das ist auch, ich weiß nicht, ob das die vom Facelift-Modell ist oder so, aber das ist auf jeden Fall eine andere als die, die vorher dran war. Und ich finde, die sieht auch besser aus, weil die ist einfarbig komplett. Von der Spiegelabdeckung ist auf der anderen Seite, die ist ein bisschen beschädigt. Ja, dann die beiden Seitenschwellen wurden komplett neu gemacht. Die waren nämlich durchgerostet, aber das ist halt TÜV-relevant, weil das halt ein tragendes Bauteil ist. Deswegen, ja, dann hat die Vorbesitzerin hier noch so Radkappen dran gemacht. Ich finde, die sehen eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Klar, man könnte sich auch einen neuen Felgensatz holen, aber ist halt ein bisschen teurer. Dann hinten machen sich ein bisschen Probleme bemerkbar, weil wir haben hier übelst einen Rost. Und das sieht auch ein bisschen vergammelt aus hier. Da weiß ich noch nicht genau, was ich dagegen mache. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich mir einfach eine neue Kofferraumklappe hole. Da ist man gebraucht so bei 120 Euro oder so und das lohnt sich eigentlich. Hier ist der Spiegel ein bisschen kaputt, also der hat hier nur so ein paar kleine Einrisse. Und ich habe deswegen überlegt, ob ich mir neue Spiegelkappen mal kaufe, einfach in schwarz oder so, weil das auch eigentlich geiler aussehen würde. Sonst ist eigentlich äußerlich fast alles in Ordnung mit dem Auto. Gut, hier muss man auch sagen, hier sieht auch ein bisschen kacke aus, weil hier ist auch ein bisschen, ja, ich weiß auch gar nicht, woher das eigentlich kommt genau, aber das ist einfach abgeschabt so ein bisschen. Ja, ist einfach ein bisschen Schrott, aber sonst ist das Auto eigentlich äußerlich noch relativ gut für einen Golf 5. Ich finde einfach, bei einem Golf ist es einfach immer alles schön stimmig trotzdem. Klar, das Problem ist, man ist nicht wirklich exotisch, also es sieht jetzt nicht wirklich krass aus oder besonders. Ja, es ist einfach ein gewohntes Bild irgendwie, so vom Ding her. Dann hinten, also wir haben auch erstmal hier die Scheiben noch verdunkelt. Und das ist auch hier bei der Seitenscheibe so. Allerdings muss man sagen, die ist hier schon ein bisschen kaputt gegangen, diese Folie. Das ist halt alles, ja, selber gemacht, sage ich mal. Aber es sieht jetzt eigentlich nicht so kacke aus. Und ich finde es cool, dass die Scheiben hinten ein bisschen dunkler sind. Der Kennzeichenhalter ist auch ein anderer. Der war eigentlich mal lila, soweit ich weiß. Aber ich lasse ihn jetzt dran, weil er ist silber und das passt eigentlich ganz gut zum Auto, finde ich. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Okay, ich würde sagen, setzen wir uns mal rein ins Auto und gucken uns mal das Innere des Autos an. So, also jetzt befinden wir uns auf jeden Fall im Fahrerraum. Ja, also das Interieur ist natürlich alles Alcantara, von oben bis unten. Teilweise natürlich auch leider nur beledert. Nein, Spaß. Also eigentlich ist alles, Sitze sind natürlich alles Textil, was auch eigentlich viel praktischer ist an einem Auto. Leder sieht halt immer geil aus, aber ist übelst unpraktisch. Und Rest ist halt eigentlich alles Plastik, größtenteils, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja, aber reicht eigentlich aus für das Auto. Und auch das Radio ist echt ganz schön alt, ja. Ich hatte auch schon öfter überlegt, ob ich mal ein neues Radio hole, aber ja, keine Ahnung, bin bisher noch nicht dazu gekommen. Geizkragen. Ja, wirklich Geizkragen. Hinten haben auf jeden Fall auch drei Leute nochmal Platz, das heißt, es ist ein Fünfsitzer, was ich schon mal sehr geil finde. Und was auch ein Vorteil ist, gegenüber anderen Anfängerautos, die wir noch sehen werden, es ist ein Fünftürer, das heißt, die Leute hinten müssen nicht erst immer den Beifahrersitz umklappen, um einzusteigen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, warum das Auto als Anfänger schon mal besser geeignet ist. Also ich würde sagen, wir starten den Hobel mal. Ja, was ich auf jeden Fall auch sehr geil finde an dem Auto, ist, dass ihr eine Klimaautomatik habt. Ja, da ist halt der Vorteil einfach, ihr könnt die Temperatur, die Wunschtemperatur einstellen. Ihr müsst nicht irgendwie die Heizung an- und ausstellen und die ganze Zeit Klimaanlage an- und ausstellen und am Ende heizt beides gleichzeitig und so. Deswegen, das ist einfach viel praktischer. Und ihr habt auch alle möglichen Belüftungsarten und so. Ihr habt Rückscheibenheizung, ihr habt Frontscheibenheizung. Und was auch noch ein extremer Vorteil ist an dem Auto. Ich hab gerade über das Mic auf meine Scheiße gestoßen. Ihr könnt einfach per Knopfdruck das ESP ausschalten. Ne? Und das haben die ganzen modernen Autos ja alle kaum noch. Und vor allem, wenn, dann halt nur noch über irgendeine Software, wo man in irgendeinem Unterpunkt, irgendeinem Untermenü das ESP ausschalten kann. Das geht hier einfach noch entspannt mit einem einfachen Knopf. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Was genau macht man dann, wenn das ESP aus ist? Okay, das reicht jetzt. Ja, also ich finde auf jeden Fall, das Auto fährt sich an sich sehr smooth. Es ist jetzt nicht irgendwie ruppig oder so. Das Fahrwerk und so ist eigentlich echt gut abgestimmt, muss ich sagen, weil ich bin auch schon andere Autos gefahren. Die fahren sich irgendwie teilweise viel schwammiger und so. Und beim Golf 5 ist das eigentlich, also es geht alles voll klar. Ist halt ein ziemliches Durchschnittsauto, muss man einfach so sagen. Aber gerade so einen älteren Golf kriegt man eigentlich noch relativ günstig. Also das Auto hier hat jetzt ungefähr noch einen Marktwert von 2000, 2500 Euro. Und das ist halt wirklich okay als Anfänger. Gut, man muss sagen, das hat er jetzt auch schon 200.000 Kilometer runter. Da weiß man natürlich nicht, was als nächstes kaputt geht und so. Also es kann immer sein, dass ihr halt irgendein Problem habt mit dem Auto, aber das geht auch teilweise schon bei Autos, die noch nicht so viele Kilometer runter haben so. Und deswegen ist das halt ein Risiko, was ihr sozusagen in Kauf nehmt. Aber ich finde, das ist eigentlich relativ in Ordnung. Und der Vorteil ist halt auch, ihr habt an dem Auto noch nicht so viel Elektronik dran. Das heißt, ihr kann eigentlich noch nicht so viel kaputt gehen. Ihr habt zum Beispiel jetzt noch nicht mal einen Piepser oder so dran. Also ihr fahrt wirklich noch komplett selber alles. Es ist auch kein Tempomat vorhanden oder so. Also ich sage eigentlich immer so, alles, was wirklich wichtig ist an dem Auto, ist auch vorhanden. Und alles darüber hinaus ist halt aber auch leider nicht vorhanden. Ne? Also ihr habt weder Tempomat, noch Piepser, noch Rückfahrkamera, noch sonst irgendwelche Freisprecheinrichtungen oder sowas. Also das Radio ist sowieso komplett alt und ist auch wirklich nicht so gut. Aber ihr habt eben alles, was ihr braucht. Elektrische Fensterheber zum Beispiel. Wir werden auch noch Autos sehen, wo das nicht der Fall ist. Profs gehen raus an Mo. Winterräder sind übrigens ja auch schon drauf, was eigentlich gerade eher ein Nachteil ist, aber egal. Ja, und ich finde auch wirklich, das Auto geht eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn ihr wirklich mal beschleunigt, geht es eigentlich auch ganz gut ab. Ihr müsst halt immer ein bisschen höher drehen, das Auto, sage ich mal. Also erst bei 3000 oder so nimmt es dann mal ein bisschen Fahrt auf, aber das ist eigentlich kein Problem. Und vor allem, wenn ihr einfach nur entspannt zur Arbeit fahrt oder so, ist es halt auch praktisch, weil man muss mit dem Auto halt nicht wirklich schnell fahren. Man kann auch einfach im Alltag ganz entspannt und normal fahren. Und deswegen finde ich es für Anfänger eigentlich ziemlich perfekt wirklich. Und der Vorteil ist halt auch, ihr habt extrem viele Ersatzteile für das Auto. Also es sollte doch mal irgendwas kaputt gehen, kriegt ihr meistens relativ günstig Ersatzteile. Das Problem ist halt, dadurch, dass es ein VW ist, VW ist trotzdem irgendwo eine Marke, die relativ teuer ist an sich. Deswegen seid ihr da mit dem Seat oder so wahrscheinlich besser aufgehoben. Aber ihr wisst halt auch, was ihr habt und die Teile kriegt ihr trotzdem jetzt nicht so überteuert wie bei anderen Herstellern wie Audi oder BMW. Also Jungs, was jetzt auch noch ganz wichtig ist. Mann, ich wollte gerade den Marienkäfer zeigen, jetzt ist der weggeflogen. Ja, okay, ich wollte eigentlich sagen, wir haben noch einen Mitfahrer, aber gut. Ja, auf jeden Fall, hier haben wir den Kofferraum. Ja, also ich habe mal kurz die Rückbank umgeklappt. Ihr könnt es in zwei Teilen umklappen. Also ihr habt einmal hier so ein Doppelteil und einmal hier so einen einzelnen Sitz. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Stauraum. Ja, also auch hier, wenn die umgeklappt ist, ich klappe die mal wieder zurück. Ihr könnt auf jeden Fall hier drin auch richtig gut pennen. Ich habe es zwar bisher noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, nach dem Sofa oder so ist das ultra entspannt. Einfach Kopfkissen rein, Decke. Gut, hier muss man noch was unterlegen wegen dieser dummen Kante. Aber da kann man safe richtig entspannt drin ratzen. Ja, also wenn ihr mal hier irgendwelche Bretter oder sowas mitnehmen wollt aus dem Baumarkt, passt auf jeden Fall eigentlich auch gut was rein. Zur Not kann man es ja auch noch mit immer vorne zwischen die beiden Sitze legen. Auch wenn ihr mal in Urlaub fahren wollt, ich zeige das mal kurz, wie der Kofferraum, ohne dass man die Sitze umklappt, aussieht. Das kann man natürlich wieder entspannt zurückklappen und dann rastet das wieder ein. Und auch so habt ihr eigentlich echt genug Stauraum. Und wenn ihr mal in Urlaub fahren wollt mit euren Jungs oder so, passen eigentlich auch ein paar Koffer rein. Man kann sich auch ein bisschen reduzieren zur Not. Als Golffahrer muss man natürlich auch immer 5W40 dabei haben. Einfach ein bisschen Öl, weil tatsächlich verliert das Auto sogar ein bisschen Öl. Also immer auf 2000 Kilometer musstest du ungefähr einen Liter Öl nachkippen oder so. Klingt jetzt erstmal kacke, aber das wird auch nicht mehr, sondern das ist halt regelmäßig. Ist einfach, weil das Auto schon so alt ist und weil da halt an gewissen Stellen einfach ein bisschen Öl verloren geht oder so. Ist aber eigentlich kein Problem und das mache ich halt dann einfach immer. Jetzt als nächstes kommen wir mal zum Topspeed-Test auf der Autobahn und testen mal,
was das Teil wirklich so läuft. Also wir sind jetzt an der Autobahn angekommen und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal drauf und testen mal ein bisschen den Topspeed. Ich weiß auch, dass hier direkt am Anfang komplett unbegrenzt ist. Okay, dann müssen wir leider noch bis nach dem Tunnel warten. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen wollte ist, ihr habt natürlich auch ABS in dem Auto ganz standardmäßig drin. Ja, und ihr habt Zentralverriegelung, das heißt, ihr drückt beim Schlüssel nur einmal auf und dann geht wirklich das ganze Auto auf. Bei vielen anderen älteren Autos ist es halt noch so, vor allem die auch in der Zeit rumgebaut wurden, dass man halt wirklich den Schlüssel reinstecken muss in die Tür und dann kann man erst das Auto aufschließen. Das ist bei dem Auto auf jeden Fall nicht so was sehr Geiles. So, und im Tunnel natürlich immer schön abblenddicht an. Und was ich auch geil finde, was man jetzt hier sieht, ist, die ganzen Displays und so und die ganzen Anzeigen wie Tacho und Drehzahlmesser und so sind alle in Blau mit so rotem Akzent gemischt. Das sieht eigentlich ganz geil aus, finde ich. Das einzige Problem ist halt, dass die Tasten hier teilweise schon ein bisschen abgekratzt sind. Aber ja, das ist leider nicht zu vermeiden. Und das haben halt, das ist so eine richtige Golf 5 Macke, dass hier die Tasten alle ihren Lack verlieren sozusagen. Ja, und hier im Display, also ihr habt trotzdem so ein kleines Display, natürlich nicht so wie die modernen Autos, aber ihr habt hier immerhin die Uhrzeit, die Außentemperatur, den Kilometerstand und einmal einen Kilometertrip, den ihr selber zurücksetzen könnt. So, da vorne kommen gleich die unbegrenzt Schilder. Im fünften dauert es dann mal ein bisschen, bis der auf Ton kommt, aber dann bei 3000 geht es langsam los. Und ihr habt natürlich hier unten die Tankanzeige und eigentlich noch eine Temperatur, aber die funktioniert nicht mehr so ganz. Die ist immer bei 90 Grad einfach, also das haut nicht so wirklich hin. So, 140 haben wir auf jeden Fall schon easy. So, wir sind bei 160 km/h ungefähr. Was man sagen muss, in dem alten Auto ist das Windgeräusch noch ziemlich groß. Das heißt, ich muss auch ein bisschen lauter reden. Also man spürt hier auch wirklich, dass man 180 fährt beispielsweise. Wir sind übrigens gerade bei 180 und viel mehr ist auch nicht drin. Also jetzt fahren wir langsam ein bisschen bergab. Da kommt man schon auch mal auf 190, wie man sieht. Und viel mehr ist eh leider nicht drin. So, jetzt haben wir 200. Aber da vorne zieht einer einfach richtig frech rüber. So, 180 haben wir. Hier bergab geht schon echt gut, muss man sagen. So, 190 wieder. Und jetzt kommt immer auch wieder ein Berg, also bergab schafft ihr schon mal 200, aber normal auf der Geraden so 180 bis 190, damit könnt ihr auf jeden Fall rechnen. Aber ich finde, das reicht noch absolut, weil selbst so, man schießt an allen Autos eigentlich vorbei und es gibt ein paar wenige, die dich vielleicht mal überholen. Es ist jetzt eh nicht so, dass du konstant 190, 200 fahren willst, deswegen ist es eigentlich vollkommen ausreichend und du brauchst eigentlich auch nicht mehr Topspeed und das finde ich eigentlich gerade perfekt. Ja, Freunde, wir haben gerade ein kleines Problem. Die Tankanzeige ist jetzt leider an. Dann kann man nicht mehr schneller als 160 fahren, automatisch. Eigentlich ist das schon ziemlich schlau, aber nervt auch ein bisschen. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall tanken gehen. Man kann nicht mehr über 5 drehen den Motor. Pech gehabt, würde ich sagen. Ich bin pleite. Wie viel hast du bezahlt? 87 Euro irgendwas. Ja Leute, wir stehen jetzt hier am Autohof. Also Fazit ist wirklich, ich wette für 2000 Euro bekommt ihr kein besseres Anfängerauto. Ich lehne mich einfach mal jetzt weit aus dem Fenster. Wir werden auf jeden Fall noch andere Autos testen, die auch ungefähr in dem Preissegment liegen. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage einfach, das ist für den Preis das beste Auto. Mal gucken, was die anderen Autos noch so bringen. Ich würde sagen, ich habe ungefähr alles gezeigt. Dann hoffe ich natürlich, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bis dann, macht's gut und haut rein.